Hat den B-Endlauf gewonnen mit neuer persönlicher Bestleistung von 10,37. So, das ist der Vorlaufschnellste. Joris van Gool. Dann der Vorjahressieger aus Sri Lanka, Yupon Abeikon. Ich bin jetzt mal ruhig, weil wir ja den... Ah, lustig ist er auch noch. Schnell und lustig. Hat übrigens athletisch ein bisschen zugepackt. Sah im vergangenen Jahr ein wenig schmaler aus. Das ist der Brite, nachgemeldete OG Adoburan. Einer aus der großen britischen Sprintgarde. Und auf der Innenbahn Yannick Wolf und Alexander Askovic mit der 319. Der Mann, der jetzt in Thüringen versucht, noch schneller zu werden. Aber wir konzentrieren uns wieder auf die Vorlaufschnellsten auf Bahn 3 und 4. Wer sich jetzt erst eingeschaltet hat, kurioser Start, diesmal in die andere Richtung, weil der Wind einfach zu stark bläst. Und im Sinne des Athleten jetzt in die andere Richtung mit dem Wind. Auch hier wieder kein Fehlstart, wunderbar, sehr gut weggekommen. Der Mann aus Sri Lanka scheint vorn zu sein, aber auf der Innenbahn. So, jetzt schiebt er sich auf Höhe, jetzt sieht man es genau. Ganz klar, ganz klar. Yupon Abeikon. Und mit einer fantastischen Zeit, da bin ich ja gespannt. Es wäre ein neuer Landesrekord und Südostasien-Rekord für diesen Mann. Aber ich weiß jetzt nicht, was der Wind sagt. Sehen wir nochmal in der Zeitlupe. Gut weggekommen. Ja, die Kameraperspektive ist für uns jetzt ein bisschen schwierig. Jetzt sehen wir es, dass er vorne ist. Und da ist er auch schon im Ziel. Die Deutschen haben leider keine Rolle gespielt. Sehen wir es nochmal von der Warte. Und da läuft er schön in die Kamera. Also ich gehe mal davon aus, den werden wir hier auch nochmal wiedersehen. Starter von Dessau sind ja alles Wiederholungstäter, weil es ihnen hier so gut gefällt. 10,09! Neuer Landesrekord für ihn, habe ich ja schon gesagt. Aber nochmal verbessert. මෙවැනි නවතම ක්‍රීඩා තොරතුරු දැන ගැනීමට අපගේ SL Sport YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න.